drück mir die Daumen. Das Ding läuft jetzt so lange, bis der Akku leer ist. Es geht los. Wir sind fix und alle, schon bevor es losgeht. Komm her, Eli. Na komm. Hopp, rein da. So ist es fein. Und dann krabbelst du mal runter, Eli. Hier Platz. Platz. Nee, runter. Hier runter, Eli. Da. Da rein. Nee, falsch verstanden. Entschuldigung, Eli. Hier. Guck mal. Da rein. Ja, so ist es fein. So ist es fein. Rein da. Rein, Eli. Er wird gleich freiwillig reingehen, wenn ich drin sitze. Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Runter, Eli. Runter. 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 Eli, runter. Runter. Eli, runter jetzt. Platz. Platz. Oh, dieser störrische Weimaraner. Eli. Platz. So ist sie fein. Das ist ein feiner Eli. So, da geht's ja besser. Glaube mir. So, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt von mir seht, aber wie dies ist ja der Fluss. Und wenn ich in so eine Koskis fahre, dann knie ich die Beine nicht unter die Sitzbank. Sonst habe ich mir da was gebastelt. Aber in diesem Fall muss man sowieso gleich wieder aussteigen. Wir hängen schon. Nicht mal los. Irgendwo hängen wir schon fest. Das ist ein Mensch. Eben war das Boot noch super lange gewürfelt. Und schon, kaum sitzt das dicke Kind drin, kleben wir schon irgendwo fest. Das ist auch noch mit dem Hintern. Vorne und hinten. Eingefahren sozusagen. Da komme ich mehr. Wenn ich jetzt rückwärts fahre, bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Zum Brechen. Da geht's schon los. Wir sind noch nicht mal aufgestoßen. Zum Brechen. Ja, und jetzt reibt der Kahn. Kaum, dass ich raus bin, seht ihr, was das für einen Unterschied macht? Ja, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir trotzdem gucken. Denn der Plan war eigentlich, ich hatte mir schon eine Stelle ausgesucht, aber so wie es aussieht, kommen wir da gar nicht hin. Zum Brechen. Kleine Planänderung. So, jetzt kriege ich das Boot schon gar nicht mehr. Gegen die Strömung steht das quer. Und es kommt aber nicht mehr rum. Oh, verdammt. Mein Plan geht schon gar nicht auf. Oh, ey, es könnte, seht ihr ja, es ist zum Brechen. Thank you.
liegen. Links zu Felsen, rechts zu Felsen. Das hier ist von Tetris. Das, was in Fahrtrichtung kommt. Ich versuche immer noch, das irgendwie so hinzukriegen, dass ich wenigstens ein bisschen Schwung in diese Koski reinkomme und dann irgendwann stecken bleibe. Aber das sieht schon schlechter aus. Wir haben schon keine Chance mehr. Ich muss mich kurz neu orientieren. Jetzt komme ich schon nicht mehr an die Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Das Blöde ist, mit jedem Mal, habe ich ja gesagt, ein- und aussteigen, bringe ich hier Wasser ins Boot. Das ganze Kleinvieh macht natürlich Mist. So, jetzt gucken wir mal. Wir werden nicht weit kommen. Das machen wir gleich. Und ja, hier muss man übergreifen mit dem Paddel. Alles andere geht bei dem Gewicht des Bootes gar nicht. Nein, jetzt hier vorne gleich 10 Meter, soweit sie kommen. Und erster Grundkontakt. Jetzt haben wir hier, theoretisch hätten wir hier einen super Schwall, aber die Füllung aus. Ja, sie reicht aus, uns drüber zu kriegen. Ich versuche natürlich in der Strömung zu haben. Wir sind immer am Schlittern. Merkt das schon, alles was kippt, bin nicht ich, sondern ich sehe die Felsen und kann nichts machen, weil wir ganz einfach mal aufsitzen. Das, jetzt kommt das Boot quer, ich muss mich beeilen. Sprung ins Boot. Gleich frei. Vorsichtig, Eli. Papa kommt. Platz, Eli. Runter, Eli. Runter. Runter. Eli, runter. Runter. Runter, Eli. Verdammt nochmal. Sture Bock. Das Problem ist, ich sehe die Felsen, aber ihr seht ja, die Manövrierfähigkeit dieses Bootes ist wie Felskontakt. Ist eine Katastrophe. Anders kann man es nicht sagen. Und die nächste Hand geht runter. Oha, wir sind drüber, das hätte ich nicht gedacht. Oh, Scheiße! Nee,
einen haben wir nicht gesehen. Fataler Fahrfehler seinerseits. Verdammte Scheiße. Das mitten in der höchsten Strömung. Bis zum Knie drin. Richtig immer Paddel sichern. Vorsichtig, er will schludrig fahren. Los geht's weiter. Wenn der Hund so neugierig ist, ja, dann macht ihr sich selbst in der Gefahr. Beide. Jetzt könnten wir schon weiter. Theoretisch. Wenn man wenigstens mal Schwung hätte, dass man über so ein dickes Tier drüber kommt. Der vorne durch die Persenning durch. Glaubt das? Da ist ein riesen Felsen. Oh oh. Oh oh. Wir müssen links rüber.
Der hat einen Wendekreis hier wie ein 40-Tonner. Nur ein bisschen Schwung nehmen. Da vorne wird's flach. Ich sehe schon gar nicht mehr, Mädels. Und wir bleiben auf einem hängen. Danke, Scheiße. Jetzt nicht vom Ey, sind noch 10 Meter. Noch verschissene 10 Meter. Und das ist ja tief. Betty! Komm, Betty! Das schaffst du! Los, Betty! Verdammt nochmal! Den sind wir mittig draufgefahren. Diese Schüssel. Entschuldigt für die Schimpfworte, aber ey, das ist hier kein Kindergeburtstag. Eli, komm, runter mit dem Kopf. Runter mit dem Kopf. Das glaubst du nicht, ne? Der Köter friert, zittert, hat geschlossene Augen, aber muss immer gucken, was los ist, ja. Dabei habe ich dem schon so ein tolles Cabrio-Verdeck gebaut hier. Oh, ey, ich weiß nicht, ob ich drauf bin. Das ist eigentlich ein Lacher. Jeder, der sowas öfter fährt, kennt. Vielleicht mit dem Schlauchboot oder eigentlich mit jedem anderen Boot, ja. Aber hier mit Big Betty, die macht echt, also, das ist wie wenn du einen Öltanker durch ein Nadelöhr fahren willst. Und jetzt haben wir wieder den Klassiker, wie beschrieben, live See. Ja, erst pumpst du dir die Arme kaputt. Die Beine sind übrigens bis Ansatz Oberschenkel. Der Schniedel ist gerade noch so trocken, also zur Hälfte würde ich sagen. Und das Wasser hat gefühlte Außentemperatur. Oh Gott, Alter. Es ist kalt, aber schwitzt wie ein Affe. Das sag ich dir, das war nur eine Koski. Und das Schlimme ist, wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben, also können wir gar nicht mehr fahren. Wenn wir jetzt nicht weiter paddeln, das habe ich gestern schon gemerkt, dann scheint das Boot einen automatischen Hanker zu haben irgendwo. Ich hoffe, es ist noch alles dran. Einmal liegt noch. GoPro läuft noch. Und das mit offener Klappe. Ein paar Wassertropfen sind reingekommen. Da wollen wir mal das Beste. Oh, Herr Jemini. Alles gut, Eli? Ja, weißt du, Papa müsste weniger schimpfen, wenn du nicht einfach dein Weimaraner gehören immer anstellen würdest. Du sturer Bock. Verdammt, nicht normal. So, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, theoretisch, dass ich Wollsocken anhabe, ja, und die Neoprenschuhe theoretisch auch wärmen. Ich sage theoretisch, weil in den Schuhen Wasser steht. Ja, und gleichzeitig das Wasser mit meiner schon niedrigen Fußtemperatur aufzuwärmen, ja, um dann die Temperatur auch noch zu halten, das wird nichts. Ich müsste die Schuhe jetzt eigentlich ausziehen, auskippen. Da wird locker ein Zentimeter drin stehen, in beiden natürlich. Aber, wisst ihr, denn wird das wahrscheinlich auch gefühlt 15 Minuten halten. Also momentan kann ich jetzt nach vorne sehen. Ihr habt jetzt nicht die Sicht nach vorne, aber warte mal, ich drehe euch mal um. Ich drehe euch mal ein bisschen um. Oh, da muss ich vorsichtig sein. Ihr seht ja, hier ist nicht viel Platz zur Wasserkante. Ne? So. Ich hoffe, der nimmt jetzt noch auf. Ist doll wackeln, Ila. Jetzt habt ihr die nach vorn Sicht. Hier sieht es aus wie Kindergeburtstag. Ja? Hier denkst du, oh, schön entspanntes Seepaddeln. Das kriegt auch jede Pussy hin. Aber, wie gesagt, mit 200 Kilo, glücklicherweise, hat der Wind gerade etwas abgeflaut.
Ne, als wir los sind, hatten wir stramm, naja, ich schätze mal 4, Windstärke 4 bis 5 wird es in jedem Fall gewesen sein, Gegenwind. Jetzt haben wir Windstärke 2 von der Seite. Na, ist ja logisch, wir haben einen Knick gemacht. Ja? Jetzt kommt er von rechts sozusagen. Ja, ich kann nur hoffen, also das hoffe ich jedes Mal. Ja? Normalerweise, ihr habt es ja jetzt gesehen, wie es vorne aussieht. Ich drehe das mal wieder rum, weil vorne passiert jetzt erstmal eine Weile nichts, bis wir da am Horizont sind. Ja. Da wird noch ein bisschen vergehen. So, ich hoffe, ich bin gut drauf. Jetzt ist die ganze Klamotte, die ich anhabe, ne, viel zu warm plötzlich. Ne, kann man sich vorstellen. Das sah nicht viel aus, ja. Aber hey, du pumpst dir für diese paar Minuten, gibst dir ja wirklich alles. Jetzt muss ich ja sehen. Hier aus Versehen an den Rand gepaddelt. Am Rand ist immer ganz ruhig. Hier sind natürlich noch mehr Felsen als in der Mitte. Den seht ihr, sowas seht ihr hier gar nicht, ne? Hier. 20 cm Wassertiefe nur. Ja, wo war ich? Die Klamotten. Ja, also man, für den kurzen Moment gibt man wirklich alles. Da powert man sich alles raus. Da geht die ganze isotonische Söff, was man sich vorher reingesteckt hat, verbrennt man in diesen 5 Minuten. Gefühlt. Und das ist, muss ja wie gesagt, dieses schwere Boot und dann versuchen, gegen die Strömung zu pressen, dass das bloß nicht, ne, wir hatten eine Situation, ihr habt das vielleicht, ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera, so ein bisschen, wo wir quer standen, ich glaube, das war die erste, wo ich, da war wirklich bloß noch so viel hätte gefehlt und dann wäre Wasser am Boot gewesen, mehr war es wirklich nicht, das waren 2 Zentimeter. Und das geht wirklich ganz schnell. Und gestern hatten wir es, wie gesagt, noch kritischer. Da habe ich echt Panik gehabt, weil da war das Wasser wirklich nicht mal 1 Zentimeter unter der Unterkante. Hätte also gereicht, Eli eine Bewegung gemacht in dem Moment und dann wäre es das gewesen. Das ist ja Trimming, ist das A und O. Ich erzähle euch nochmal was zum Trimming, jetzt wo ich gerade verschnaufen kann. Wird euch natürlich auch jeder Paddler erzählen können. Grundsätzlich ist das Wichtigste, dass man die Gewichtsverteilung im Boot wirklich harmonisch ausbalanciert. Dann ist allerdings die Kunst noch entsprechend, wie man selber sitzt im Boot. Ja? Ich sitze, die Mitte des Bootes ist hier. Nee, hier, Entschuldigung, hier ist die Mitte des Bootes. Ich sitze etwas hinter der Mitte, bin also schon leicht hecklastig, ja, im Normalfall, ohne Gewicht jetzt. Eli sitzt genau vor der Mitte, der balanciert mich natürlich nicht aus. Eli, alles gut? Zittert ein bisschen. Der balanciert mich natürlich nicht aus, ja? Aber wir wollen ja auch, das ist der Punkt, wir wollen leicht hecklastig bleiben. So, und jetzt kommt das Gewicht, also das Gepäck. So, und jetzt gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. In der Regel versucht man hecklastig zu paddeln, weil das einfach entspannter ist und ein besseres Lenkverhalten hat. Das ist der Punkt. Du kannst besser lenken, als wenn du kopflastig fährst. Ist wie wenn er, kann man vergleichen mit einem Automobil, ja? 4-räderiges Fahrzeug und ihr habt einen Hecktriebler und einen Fronttriebler. Ihr werdet mitbekommen, deswegen fahren Rennsportfahrzeuge natürlich ausschließlich mit Heckantrieb, dem sogenannten Standardantrieb, weil der natürlich eine deutlich sportliche Fahrweise hat, die im Prinzip nicht, die allein davon rührt, dass die Lenkung nicht den Antrieb stört. Das ist der Punkt daran. Und so ähnlich ist es hier mit dem Boot auch. Wir stören hier, das ist ganz kritisch, ne? Seht ihr den? Der guckt 5 cm. Wir sind mitten in der Mitte vom Fluss, ja. Also man muss die ganze Zeit Wasser lesen. Und vielleicht seht ihr jetzt so ein bisschen das Ufer auch. Ich weiß es nicht. Im Hintergrund, da ist noch massig Platz an Wasser, ja, was reinpasst in den Fluss. Ich achte also darauf, dass während ich hier brabble, mich nicht festfahre. Obwohl wir theoretisch genug Wasserstand hätten. Nur wegen den Felsen, wie gesagt. Gut, also deswegen hecklastig. Also würde ich natürlich, um das Leiterhecklastig zu belassen, dass, wenn ich ein Mehrgewicht habe, in diesem Fall habe ich ja 2 Säcke und hier kann ich das Gewicht nicht 50-50 verteilen, das ist schlichtweg nicht möglich, weil es sonst vom Volumen her nicht passt. Einer ist immer schwerer. Daher packe ich den schwereren nach hinten.
um halt dieses entsprechende Lenkverhalten überhaupt beizubehalten. Und das, wie gesagt, mit Big Betty hier, dem Öltanker, dem roten Öltanker. Ich muss mir noch so einen saudi-arabischen Namen einfallen lassen als Synonym für Big Betty. Ist es schon schwierig genug. Ja. Und jetzt gibt es natürlich folgendes Problem. Hat man Gegenwind, ja, und paddelt man hecklastig, kann man sich vorstellen, der Bug steht im Wind. Das ist wie so eine Windrose. Ja. Also man wird sofort aus der Spur gebracht. Der Wind hat eine Top-Angriffsfläche und es ist eigentlich praktisch unmöglich, also mit diesem vollbeladenen Boot zumindest, das kann ich euch sagen, mit Gegenwind die Spur zu halten. Das geht nicht. Man ist permanent am Umgreifen. Links, rechts, links, rechts. Man kann keine saubere Paddeltechnik mehr fahren. Auch von diesen ganzen Bilderbüchergeschichten könnt ihr euch frei machen. Ja, ich weiß, Bill Mason macht Akkurat tolle Videos, ja, finde ich auch super Zeit und schicke Sachen, die er da gemacht hat. Aber alles in der Regel entweder mit einem fast leeren Kanu, Kanadier, ja, oder zu zweit mit Ballast. Nicht alleine und mit einem längeren Kanu auch noch. Ja. Also was spurstabiler ist natürlich auch noch. Nicht mit so einem kurzen, kleinen, jetzt haben wir Gegenwind, ja, da sieht man das, oder nicht. Ich werde sofort rumgedreht, das geht ratzifatzi. Und ja, also saubere Paddeltechnik ist hier auch nicht mehr. Man kann sich eine angewöhnen. Ich habe mir so einen Mix aus mehreren Stilen, muss ich immer anwenden. Würde das jetzt einer hier so ein Paddelprofi sehen, der würde sagen, wie paddelt denn der Honk? Dann würde ich aber auch gern mal wissen, wie er es denn besser machen würde. In meinem Zustand wohlgemerkt. Ne? Ich lasse mich ja wirklich gern aufklären. Ich bin ja, das muss ich mal dazu sagen, ich bin Abenteurer, aber ich bin jetzt hier nicht der Profi in jeder Disziplin. Ja, ich mache alles, will ich sagen, alles falsch. Ich gebe mir schon Mühe, aber alles perfekt zu können, das grenzt denn wohl, ja, ne? Also den müsst ihr mir mal zeigen. Ich denke, das wird schwierig. Aber ich denke doch, dass ich paddeln kann, dass ich gut vorankomme und dass ich auch mit leichtem bis mittelschweren Wildwasser grundsätzlich kein Problem habe. Mit entsprechendem Boot, ja, und Ausrüstung. Oha, hier haben wir so einen Charlie, genau in der Mitte vom Fluss. Das ist wie so Krokodile im Urwald. Die lauern unten. Und der schnappt auch ganz schön zu, wenn er will. Läuft das Ding noch? Ja. Gut. So, wir hatten das jetzt mit dem hecklastig und buglastig. Und jetzt gibt es eine Ausnahmesituation, hatte ich glaube ich gesagt, wo man buglastig packen sollte. Also alles Gewicht nach vorne, wenn man nämlich Gegenwind hat. Ja? Das heißt, der Bug taucht tiefer ein, ja, und ist dementsprechend schwerer natürlich, bietet nicht die leichte Angriffsfläche für den Wind. Ja? Das Boot wird mit Bugpaddeln nur mit Gegenwind stabiler. So, jetzt werdet ihr mir allerdings recht geben, dass ich hier nie alle 250 Meter anhalte und die komplette Ausrüstung ein- und auspacke, ja, um mich jedes Mal der Windrichtung anzupassen, die vielleicht auch noch alle 3 Minuten sich ändert. Wir bleiben also auf dieser Tour von Anfang an, da habe ich mich natürlich für entschieden und das werden wahrscheinlich die meisten auch so machen in meinem Zustand. Zustand sage ich schon, hecklastig unterwegs. Das heißt, das Heck, was ihr jetzt seht, taucht tiefer ein als der Bug. Damit schlittern wir mit dem Bug über den einen oder anderen Felsen gerade noch drüber, bleiben dann aber mit meinem fetten Hintern genau an der Stelle sitzen, wo das Heck dann tiefer eintaucht. Andersrum wäre noch schlimmer, wären wir jetzt buglastig unterwegs, dann bleibe ich sofort stecken und dann haben wir die große Gefahr, dass sich das Boot auf der Stelle dreht in der Strömung. So habe ich immer noch die Möglichkeit bzw. die Hoffnung, dass sich das Boot erst in der letzten Hälfte, wenn nicht sogar erst im letzten Drittel dreht. Das ist jetzt auch keine Glanzsituation, aber die ist noch deutlich kontrollierbarer als ein Dreh um die Spitze herum. Ja, jetzt habe ich euch eine ganze Menge erzählt und wir haben dieses gemütliche Stück Ivalojoki, wo man sich sagt, ach, dieser abenteuerliche Wildwanderfluss, diese Wildromantik, sagt man dazu ja, ne? Jetzt schaut man sich noch vor, hier steht ja noch der eine oder andere Elch am Ufer, ein Rentier, Goldgräber oder meine Freundin, die Wolverines. Dazu muss ich euch noch was zeigen, am Ende der Tour, wenn wir das schaffen sollten, dass ihr nicht denkt, ich spinne. Kommt noch.
Hatte ich vergessen anfangs zu zeigen, beziehungsweise ging nicht, aber mir ist es wieder eingefallen. Der beste Beweis für das, was ich erzähle hier die ganze Zeit. Ja, ansonsten, der Fluss ist hier charakterisiert, ihr seht das, ein schönes flaches Ufer. Ne? Wenn wir jetzt mal vorstellen, wir haben noch ungefähr 40, 50 cm mehr Wasserstand, dann könnt ihr überall anlanden, überall zelten, habt doch nicht diese Felsen hier. Die sind jetzt nicht groß, störend, ne? Aber wie gesagt, der Wasserstand an sich ist nicht prall. Und wenn ihr euch jetzt noch vorstellt, das Ganze 3 Wochen her, wäre jetzt hier links und rechts alles goldgelb voller Birken. Ja, das ist, sobald der erste Wind kommt, da vorne kommt wieder eine Koski, deswegen gucke ich gerade so angespannt nach vorne. Also eigentlich ist es ja keine, aber bei dem Wasserstand wird es... Sobald der erste Wind kommt, in Kombination mit den tiefen Temperaturen, fallen die Blätter runter. Das geht innerhalb von 3 Tagen und alles liegt unten. Ne? Je nach Windstärke natürlich. Deswegen ist es zu dieser Jahreszeit normal, dass wir da nichts mehr haben. Jetzt merkt man schon, wir kommen hier in einen Art Strudel rein. Ich sehe auch den Grund schon, Wassertiefe ungefähr 1 Meter, zunehmend weniger werdend. Und jetzt haben wir da vorne eine Koski. Aber eine ruhige. Ja, dann schwierig. Man treibt und man kann ja mit Big Betty sowieso nichts machen. Also große Steuermanöver, von denen kann ich mich verabschieden. Was ich jetzt mache in solchen Situationen, wo das Ganze nur 20 Meter weit geht, ich versuche den maximalsten Schwung zu holen, den ich kriegen kann. Mit mehrfach umgreifen, wie ihr seht. Und dann wird uns Big Betty. Die Halterung vom Ripper ist nass geworden. Ist also eine leichte Schräglage hat gereicht, ja. Oh, die GoPro an der Seite auch nass mit der offenen Klappe, mir wird ganz schlecht. Oha! Und das ist der Klassiker im Prinzip vor und nach jeder Kurve des Flusses wird das Flussbett flacher. Felsbrocken raus. Deswegen hoffe ich auf das, was man eigentlich nicht haben will. Eine sture, jetzt haben wir Gegenwind, ich krieg den Kahn nicht mehr rum. Hoffe ich auf eine sture Autobahn, das wäre mir wirklich das Liebste. Ja. Dann würden wir wenigstens, ganz ehrlich, ich paddle lieber 200 Kilometer diesen langweiligen See, als 20 Kilometer von diesen miserablen Strömungen hier. Wir haben hier gerade einen extremen Wind, jetzt kommt Gegenwind dazu und da vorne haben wir Koskis. Das ist ein S. Scheiße. Da werden wir stecken bleiben. Das kann ich euch so schon garantieren. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich meine, welche Koski sah hier schon mal gut aus, ja? Die letzte jetzt hier. Ah, das war eigentlich meine richtige. Die hier hat eine Länge, die geht durch ein Doppel-S. So wie es aussieht, 200 Meter. Lenken kann ich hier, wenn überhaupt, nur noch als Heck- bzw. Seitenruder. Und ich halte jetzt einfach mal den Mund, also ich versuche es, damit er mal ein bisschen was hört vom Wasser.
finster. Hier hätte ich links fahren sollen. Wir tauchen jetzt. Das ist ganz scheiße. Eine Stromschnelle in der Kurve. Da paddel ich eigentlich ziemlich genau, wenn ich Pech habe, in den Fels vor uns rein. Für das Video kriegen wir wahrscheinlich einen Grimme-Preis, Eli. Für die letzten zwei Trottel in der Wildnis. Ich muss dazu sagen, wenn man das Ganze mit einem sichereren Boot macht oder eins, was weniger beladen ist, sagen wir es mal so, dann hat man nicht dieses Muffensausen, was mir jedes Mal in die Gliedmaßen steigt, wenn ich durch so eine Koskis fahre. Ja. Denn ich weiß, wie schnell der Kahn hier kippt. Das ist das Problem. Ganz ehrlich, mit einem Grabner Outside fahre ich da blind im Dunkeln rüber. Wird mich gar nicht jucken. Wenn es Bub macht, lande ich gegens Ufer. Viel mehr kann da auch nicht passieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder Trottel steuern kann. Denn natürlich kann man auch so ein Boot ramponieren, ja, als Beispiel. Aber wie gesagt, wir sitzen hier in einem Faltkanadier. Der überladen ist mit nur einer Person Antrieb und einem, wie nennt man das? Ja, heute geht es wirklich, muss ich sagen, weil Ila geht es nicht besonders. Der zittert, die Augen sind zu, der wird aber, wenn ich ihn jetzt hinpacke, irgendwo ins Zelt, schläft der 18 Stunden durch. Also mit einem Gegengewicht kann man sagen, was ohne dass man es möchte, links und rechts die Balance des Bootes stetig verändert. Ja. Das war gestern der Fall. Alter, da hätte ich ihm am liebsten hier richtig eine mit dem Paddel gegeben. Mache ich natürlich nicht. Aber man muss dann schon mal laut werden. Denn der Hund sagt sich, oh, was ist denn hier los? Und ich sage mir gleichzeitig, wir werden gleich sterben. Da muss man denn den Kompromiss finden, ja, dass es beiden gut geht. Ich kriege ja auch schon alleine deswegen keine sauberen Paddelschläge hin, mal abgesehen vom Gewicht. Ist jetzt keine Rechtfertigung, sondern will ich euch erklären. Ihr seht das vielleicht mal. Ich bleibe hier am GPS hängen. Hänge ich es links hin oder rechts hin, irgendwo stürzt immer. Ich hätte es jetzt auch einpacken können. Ja. Für mich war es aber wichtig, dass ich das Ding unbedingt am Mann habe und griffbereit. Am Mann deswegen, wenn alles andere verloren geht. Ja. Alles weg. Die Batterien sind nahezu voll. Ich benutze das hier wirklich nur zur... überwiegend arbeite ich natürlich mit der Karte und versuche mich an der Landschaft zu orientieren. Das ist Prio. Das heißt, mit Batterien bin ich grundsätzlich sehr sparsam. Wenn alles andere verloren geht, in welchem schlimmsten Fall auch immer, man weiß es ja nicht, ja, dann habe ich wenigstens eine Ortsbestimmung. Am Mann. Das ist mir dann in dem Fall sehr wichtig. Ja, vorgestern war es, da wäre mir die Mütze fast weggeflogen. Macht aber wirklich Sinn. Hut übrigens, es sieht natürlich ein bisschen trappermäßig aus, ja. Hat aber auch tatsächlich seine Berechtigung, weswegen ich so eine Mütze in Arten mag, weil sie natürlich am meisten vor Wind und Wetter schützen. Theoretisch auch vor Sonne, die wir jetzt nicht haben. Aber natürlich vor allen Dingen auch vor Niesel, prasselndem Regen, Spritzwasser und so weiter. So ein Hut ist wirklich sehr universell. Man sieht immer aus wie der letzte Ranger, ja? Aber genau hier draußen gehört er hin. Ne? Kann ich also nur jedem empfehlen, der unterwegs ist. Man kann natürlich eine Mütze aufsetzen, geht auch. Die schützt in erster Linie erstmal vor Kälte am Kopf. Ne? Aber der Hut schützt zusätzlich noch vor entsprechender Witterung. Schlechter. Anderer Witterung, also Nässe. Eli, wenn du den Kopf einfach unter die Plane machst, dann zitterst du auch nicht so. Das ist auch ein Vollzonk. Ja. Da sitzt er draußen, er könnte ja irgendwas verpassen. Das ist ganz schlimm mit ihm. Das macht den Weimaraner natürlich zu einem klasse Wachhund, ja, diese Aufmerksamkeit. Aber andererseits schadet er damit auch sich selbst, ja, weil er natürlich einfach die Ruhephasen nicht einhält.
Das ist schon ganz schön verrückt. Zu einem Menschen würde man sagen, entspann dich, setz dich mal in eine Ecke und zur Not kriegt er eine Spritze, wenn er nicht hören will, und kriegt eine weiße Jacke an. Ja, das, auf sowas reagiert natürlich der Hund alles nicht wirklich. Daher kann ich das halt nicht ändern, wenn er unbedingt meint, er muss rausgucken. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich gar nicht. Er sitzt direkt hier daneben und zittert. Ich drehe euch mal kurzzeitig hin. So, jetzt habt ihr mal Eli drauf. Die arme Sau. Ihr seht, dem geht es nicht pralle. Aber wie gesagt, ich habe ihm hier extra eine Persenning gebaut. Da könnte er sich drunter legen. Und da würde auch der Kopf nicht so auskühlen. Das ist ja darüber, wo er mit die meiste Wärme verliert. Merkt man, wenn der Hund einen kalten Kopf hat, dann sollte man schon mal was machen. Und würde ich jetzt Kopftemperatur messen würden, würde ich sicherlich feststellen, dass ihm leicht kühl ist. Aber da kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Er hat übrigens seinen Wintermantel an, also mehr oder weniger Wintermantel. Ist in jedem Fall gefüttert mit Geloft. Das heißt, auch wenn das nass ist, wärmt es noch bis zu einem gewissen Grad. Oh, hier haben wir aufgesetzt eben. Ja, jetzt wird es hier schon wieder. Eieiei, das gibt es nicht. Halle in der Mitte des Flusses, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also Fluss, See, wie man das immer dann macht. Die Sätze in der Mitte auf. Alles das, was hier gerade rausguckt, das würdet ihr sonst gar nicht sehen bei normalem Wasserstand. Das kriegt keiner mit. Und jeder, der diese Strecke mal im Zeitraum zwischen Juni und September gefahren ist, der wird sich gleich fragen, wo ist der denn da? Das ist doch niemals der Ivalo-Yoki. Ja, und da vorne, da kommt so ein richtiges schönes Felsenlabyrinth. Ich drehe jetzt mal nach vorne. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich filme jetzt so lange, bis der Akku leer geht. Ich habe genug Akkus mit, laden kann ich auch. Auch wenn es jetzt nicht besonders interessant ist, aber es soll ja authentisch sein. Und ich würde versuchen, ich schaue mal, dass ich nachher möglichst wenig rausschneide, um halt diesen authentischen Charakter zu lassen. Weil nur diese Action-Szenen ist ja schönes Ding, interessiert, ist spannend, aber das ist ja nicht alles. Es gehören auch diese langweiligen dazu. Da vorne haben wir eine echt interessante Stelle. Ich mache jetzt gerade Stand-Up-Paddle. Übrigens wäre eigentlich das beim nächsten Mal nochmal so eine Aktion, werde ich mir einen Sub-Paddel mitnehmen. Das wäre so oft wie ich hier am Stehen paddle, glaubt ihr gar nicht, um das Ganze zu überschauen, wo ich lang muss. Ihr seht den Felsen auf 12 Uhr, den peile ich an und kurz rechts daneben vorbei. Denn, also von euch, nee, warte, kleinen Moment, er ist auf 11 Uhr von euch, also von mir auch auf 11, muss aufs Kanu achten. Denn rechts haben wir Blockade. Ich muss links, rechts an dem Felsen knapp vorbei, so wie es aussieht. Hoffen, dass da kein zweiter drin steckt. Kurz daneben. Das ist eine Glückssache. Denn rechts sieht es mir zu verblockt aus. Das wird da sehr flach. Man sieht das ja schon hier rechts, ja, wie viele Felsen hier rausgucken. Sieht ein bisschen aus wie bei mir zu Hause in Magdeburg. Der Domfelsen. Ja, das wäre auch auf der linken Seite, wenn man da halt abfährt. Und sieht dann genauso aus. Guckt was runter, also was vor und man denkt sich, hey, das sieht ja toll aus. Und plötzlich ist man gestrandet. Da vorne kann ich noch nicht wirklich einsehen, was das ist. Das sieht eigentlich nach gar nichts aus, aber hier ist wirklich alles tückisch. Wassertiefe von 1,50 Meter. Das wäre echt am Arsch. Ich werde jetzt mal auf 12 Uhr bleiben. Von hier. Das sieht nach einer freien Zone aus. Wenn es nicht so ist, habe ich schlecht Wasser lesen gelernt. Dann muss ich nochmal an eine Schulbank gehen. Hat gut funktioniert. Das ist Schwierigkeitsgrad Kindergarten. Ja, mit sowas kann man üben.
Das Problem ist, so eine Stellen zum Üben, die hat man dann meistens erst, nachdem man schon einmal im Wasser lag. Tja, was soll ich euch sagen? Ich hatte ja vorhin erzählt, wir sind... Da vorne seht ihr jetzt übrigens den Canyon. Ja, so wird der Flusslauf denn nach Kutura, wahrscheinlich, vermute ich mal, ich kenne es ja nicht, ne, nur mal vom Hören sagen, wird an vielerlei Orten so sein. Allerdings kann es auch sein, dass, ich drehe euch mal wieder zu mir wegen der Akustik. Ja, es kann allerdings auch sein, dass viele immer sagen, das heißt viele, das was ich so gehört und gelesen habe, zu dem Thema Iwaluyoki und Canyon und so weiter, dass viele von denen, die das beschreiben, tatsächlich erst bei Kutura einlegen. Das ist die Klassikerstelle. Da ist auch wirklich eine richtige Bootsrampe aus Beton. Da bin ich auch schon mal fast durch den Fluss gefahren mit dem Fahrzeug. Und ja, das ist so prädestiniert, dass viele vielleicht dieses Stückchen hier gar nicht kennen. Denn die offizielle Wegbeschreibung, das ist der Punkt, es gibt vom finnischen Nationalparkverwaltung, für alle, die das interessiert, ich packe in den Report hier denn mal den entsprechenden Link, gibt es eine Flussbeschreibung zum Iwaluyoki in Englisch, die 70 Kilometer betreffen von Kutura nach Iwalo. Aber das Stück, was wir jetzt fahren, also den Oberlauf sozusagen, das engste, schmalste, dünnste mit dem wenigsten Wasserstand, vermute ich mal, das finde ich nicht wirklich irgendwo, habe ich nirgendwo als Beschreibung gefunden. Das ist die einzige Beschreibung, wie ich ganz Anfang der Tour gesagt hatte, dass man sagt, naja, man kann bei Iwalon Mati einsetzen oder man kann auch bei Repoyuki einsetzen. Und da muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das einfach nur von der Landkarte abgelesen wurde oder ob die Leute da tatsächlich da waren. Denn Iwalon Mati, also vielleicht im Juni, ja, aber schon im Spätsommer, das bezweifle ich mal. Ist jetzt natürlich witterungsabhängig, also kann vielleicht von Jahr zu Jahr mal variieren. Repoyuki schon eher, aber wie gesagt, für diese Jahreszeit zu spät. Und naja, ihr seht vielleicht links und rechts am Rand des Flusses das Ufer. Hier, ne? Schaut euch das mal an, also wenn ihr das seht. Ich hoffe, ihr seht das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Ich muss jetzt nach vorne gucken, wir haben wieder eine Verblockung. Ähnlich wie eben, nur noch dichter. Wie hoch der Fluss stand, das ganze Ufer, alles was Gras ist, war weg. Ja, zum Frühjahr. Ja, es ist, also wir haben hier jetzt, nach dem was ich da sehe, und stellt man sich jetzt nur mal einen Meter mehr vor, dann wäre das alles, was wir hier gerade, was ihr jetzt so mitbekommen habt, ja, ich mit Hintern im Wasser stehen, das wäre überhaupt gar nicht wahrgenommen worden, diese Felsen. Die hätte man auf dem Grund irgendwo gesehen. Ja. Tja, ich kann die Stelle, da ist leider eine Treppe. Ich kann ihn nicht wirklich einsehen. Man könnte jetzt aussteigen. Das ist jetzt Risiko, rechts oder links lang. Ja. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr wenden. Jetzt muss ich einfach straight ahead machen. Und solche Stellen mag ich überhaupt nicht. Wenn es ziemlich tief ist, so wie hier, augenscheinlich, ja, und dann ragen da die Felsen auf dem Wasser, ohne dass man dieses Shallow Water hat hier. Ne? Denn wenn du hier stecken bleibst, dann steckst du mit dem ganzen Oberkörper im Wasser, um das Boot frei zu kriegen. Ja? Und die Kentergefahr ist hier nochmal deutlich höher. Ihr habt ja mitbekommen, wie fix ich da ins Boot, wie fix ich aus dem Boot rausgesprungen bin, ja? Als wir hier beim letzten, das Ding mit dem fast Kippstand hatten. Ja? Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Ich habe hier permanent Felskontakt mit dem Paddel. Man weiß, dass hier vorne ein Felsen ist. Und da sehe ich ihn auch schon und schon kleben wir fest. Genau, wovon ich gerade geredet habe, der Klassiker. Wir haben hier tiefen Wasserstand. Wir haben wirklich tiefen Wasserstand. Und ich muss jetzt aussteigen. Eine Situation, die mir sehr missfällt. Ich stehe jetzt hier auf dem Felsen. Ich
kann euch jetzt nicht umdrehen, damit ihr das seht, weil dann verliere ich das Brot. Und alles gut, Eli. Papa hat's im Griff. Also noch. Ich versuche den Hintern frei zu kriegen. Okay. Das ist hier. Das ist ein Felsenlabyrinth, was wir hier haben. Aber ein unterirdisches. Das sieht aus wie auf dem Mond. Eine ganze Slalom-Paddeln, ne? Mit einem Slalom-Fahrzeug. Da wollte ich eigentlich links vorbei, seht ihr, keine Chance, ne? Ich kann das Ding nicht wirklich manövrieren hier. Nur mit dem Heckruder, aber ich würde gerne links rüber und komme einfach nicht. Ich komme nicht mehr nach links rüber, keine Chance. Keine Chance. Das heißt, ich muss in den Hauptstrom rein. Das ist das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ganz einfach, weil da vorne ein Riesenklotz liegt. Nicht den vor uns, sondern den Unterwasser, den ich da gerade lese. Und ich wollte nicht auf diese Felsen nach vorne zutreiben. Oh oh, die Stelle sieht scheiße aus. Die sieht scheiße aus. Worst-Case-Szenario, ganz ruhig, Eli, ganz ruhig, auch das kriegen wir hin, auch das kriegen wir irgendwo hin. Platz, Platz, Eli. Platz. Läuft der Hans noch? Läuft immer noch. Mal sehen, wie lange so ein Akku hält, wenn kein Mikro dran ist.
Also, ich hatte gesagt, wie lange ich vorhin noch trocken war. Vielleicht habt ihr das eben gesehen. Der Hintern ist nass, dementsprechend auch die Weichteile. Und wo ich gestern noch gesagt habe, so, dann wird das jetzt so werden. Ein sehr schönes Stück Sandstrand. So gefühlte 2 Meter. Aber nee, ein Zelt kann man nicht aufstellen, zu schräg das Ufer. Es gibt am Iwaluyuki wunderschöne Sandstrände. Später natürlich, im späteren Flussverlauf. Dann sieht er so ähnlich aus wie die Elbe mit ihren Sandstränden. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Elbe eine Fließgeschwindigkeit hat. Auch zu dieser Jahreszeit. Eben muss ich sagen, hatte ich wieder so eine kurzzeitige Befürchtung, als wir auf hier landet sind. Ich sag's ja, ich sehe den Felsen kommen. Ich kann nichts machen. Ich kann echt nichts machen. Das Einzige, ihr seht das ja vielleicht noch nicht, ich mache Heckruder links, rechts. Das, was der erfahrene Rafting-Guide im Prinzip auch macht, ne, wenn er die kennt. Die sitzen ja auch nicht da und machen den hier, sondern die haben hier dickes, fettes Ruder am Heck. Und dann lasst die 12 Vollpfosten da vorne paddeln, wie sie wollen. Ja, hinten lenkt die Fuhre sowieso halbwegs so, wie sie sein sollte. Das klingt jetzt finster, ne? Hoffentlich hört das keiner von den Geizen, noch keiner von den Mitfahrern. Nein, das ist alles schön und gut. Ich wollte das jetzt nicht schlecht reden oder so. Ich wollte damit nur demonstrieren oder veranschaulichen, dass so ein Heckruder die effektivste Variante ist, das Ganze halbwegs noch zu steuern, auch wenn man sonst keine Kontrolle hat. Denn ihr könnt euch natürlich vorstellen, ein Boot, ein Schlauchboot mit mehreren Leuten drin, das hat ja ein deutliches Gewicht und da macht es nicht viel Unterschied, ob da links jetzt einer zupaddelt oder nicht. Ja. Nimmt das Ding da auf? Man weiß es nicht. Ich rede einfach weiter. Ja, und da ist genau das ist hier auch meine einzige Variante. Ne? Ich habe ja auch, wie gesagt, hier den Big Betty Kahn. Und jetzt übrigens, normalerweise, die letzten beiden Tage bin ich überwiegend, so wo es ging halt noch, mit kniend unterm Sitz gepaddelt. Außer wie gesagt, die Koskis, habe ich gesagt, mache ich nicht, ja, denn das ist mir zu heiß. Ich komme da nicht raus. Ich habe mir eine wunderschöne Konstruktion gebastelt, aber ich muss meine Unterschenkel wirklich reinstopfen. Also das ist schon sehr eng bemessen. Da muss ich den Fuß anwinkeln und so weiter. Das ist schon haarig und das ist nichts für hier. Und wenn jetzt, das was ich sagen wollte, wenn die Hose nass ist, dann mache ich das recht nicht mehr, weil ich dann noch kälter bin. Also es fühlt sich dann noch kälter an, als es eh schon ist. Ja, also bleibe ich hier oben sitzen. Damit wollte ich nur sagen, das ist hier eine relativ schlechte Paddelstellung. Die ist für mich sehr unbequem. Das Paddel hat nicht mehr die ideale Länge. Es ist nicht dasselbe. Knienpaddeln, wer das weiß, ist deutlich effektiver. Hier stören jetzt meine Knie. Ihr seht ja, was ich für einen Winkel sitze. Der Sitz ist viel zu flach für so ein Spät. Es geht zwar auch, aber es ist keine schöne Paddeltechnik. Es kommt hier nicht auf Schönheit drauf an oder saubere Paddelschläge, sondern hier ist einfach nur das bloße Vorrat. Und jetzt haben wir Wind von da. Und ihr seht, was passiert, ja. Ich mache eigentlich gar nichts. Obwohl ich hier das Paddel im Wasser habe, stehen wir trotzdem quer und wir kommen nicht mehr gerade. Ehe diese Fuhre wieder eine Richtung aufgenommen hat, da muss ich gegenpaddeln, so wie jetzt. Ja. Und mit gegenpaddeln bleiben wir natürlich stehen. Das seht ihr fast am Ufer. Apropos Ufer, ich habe die Mütze ziemlich tief hier, für mich zumindest. Ich sehe nicht immer alles vorne, also wenn ich hochgucken muss. Und stellen wir uns mal vor, man fährt jetzt hier abends. Ich glaube, ein bisschen Schauergeschichten erzählen. Ne? Bis der Akku leer ist im Prinzip. Man fährt jetzt hier abends lang, so wie ich es eigentlich vorhatte. Oder so wie ich es gestern auch gemacht habe in der Dämmerung. Aber da waren wir nicht im Canyon, sondern da war links und rechts nur so halbwegs flaches Land. Ja? Das ist ja hier so ein bisschen felsig, eigentlich nichts anderes groß. Aber man stellt sich vor, man fährt hier lang. Ja? Und dann sieht man plötzlich hier oben jemand stehen. Kann aber nicht sehen, ob das ein Mensch ist, was das ist. Irgendeine Gestalt. Das finster, oder? Das finster. Muss ich mal erzählen von so einer Story. Ich habe mal auf einem alten Militärgelände, Kaserngelände,
Jetzt habe ich da mal Fotos gemacht und war in einem dieser Gebäude drin und habe diese ganze Gebäudekomplex fotografiert. Das war so ein Kasernenvorhof, riesenlange Gebäude, so vielleicht 200 Meter lang. Und das Ganze war im Quadrat aufgestellt, in der Mitte der Platz, und ich war im Prinzip in einem Gebäude. Es waren 5 Etagen, ich glaube es waren 5, ja, 4 oder 5. Und war ganz oben, fotografiere. Ich dachte natürlich, ich bin hier der einzige Mensch. Ja, muss ich zugeben, war auch nicht ganz legal, dort zu sein. Und jetzt kommt's. Ja, turne da noch rum, mache noch viele Fotos. Alles natürlich immer in, wie ich damals oft in solchen Regionen unterwegs war, mit Tarnklamotten. Ja, also so, dass man mich nicht sieht, wenn denn tatsächlich doch mal jemand da sein sollte. Nach Möglichkeit, ja. Tarnung immer entsprechend der Vegetationszone bzw. der Jahreszeit angepasst. Und zu Hause gucke ich die Fotos an. Dann dachte ich mir, vergrößerst du mal hier und da den einen Ausschnitt. Ne, ich habe ja hochqualitativ sehr hochauflösende Bilder, da kann ich dann ruhig mal einen Ausschnitt rausnehmen, ist gar kein Problem, Qualität bleibt dann annähernd erhalten. Und sehe in einem dieser Fenster, ebenfalls in oberster Etage, in dem Gebäude, was rechts von mir steht, das, was ich eben sagte, eine Gestalt stehen. Also es war offensichtlich eine Person, aber nun war das ein Weitwinkelobjektiv. Ich konnte nicht so, und die Entfernung, das waren bestimmt 250 Meter, würde ich mal schätzen, ja, Luftlinie. 200 Meter mit Muss. Ich konnte also nicht so weit rein, dann wurde es unscharf, ne? Dass ich das einzelne Fenster hätte ranzoomen können, das war nicht möglich. Aber das war erschreckend im Nachhinein, weil ich da öfter lang gekrochen bin und immer dachte, naja, ich bin ja der Einzige, ja, und ich beobachte die Situation. Jetzt kommt der Punkt, und man hätte ja nie vermutet, dass man in solch einer Situation selbst beobachtet wird. Das kann denn schon ganz schön, ne, je nachdem, wo man gerade ist, wie spät es vielleicht ist und wie viel Hummel man im Hintern hat, könnte das durchaus zum Nachdenken anregen. Und solche Situationen jetzt mal hier sich vorstellen. Ich kenne sogar den passenden Film dazu, glaubt das? Jetzt haue ich mal richtig einen raus. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Da ist so eine Gruppe von Leuten, ich glaube A Hard, A Lonely Place to Die oder A Hard Place to mit Lost? Ich weiß es nicht. Jedenfalls geht eine Gruppe, ich glaube 5, 6 Leute, gehen in den schottischen, war es glaube ich, ja? Es müsste in den schottischen Highlands gewesen sein. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Doch, muss, glaube ich. Gehen da auf normale Wandertour, ja? Und hören plötzlich im Wald Stimmen. Also der eine hört da Stimmen, ja. Und ja, stellte sich dann heraus, nachdem sie gesucht haben, finden sie denn im Boden so ein Lüftungsloch, was aus dem Boden rausguckt, mitten im Wald, wo halt sonst kein Mensch ist. Ja? Und dann hören sie dadurch, dass da jemand schreit durch dieses Lüftungsloch. Ja? Völlig wahnsinnig, buddeln sie natürlich das Ding aus. Und was finden sie unten drin? Eingemauert im Prinzip in der Tür, im Boden versenkt, ein kleines Mädchen. Die war schon ziemlich apathisch natürlich, ja, sprach auch nicht deren Sprache, war offensichtlich aus dem südosteuropäischen Ausland. Und haben sie natürlich gerätselt, ja, was soll denn das, wer versteckt denn ihr Mädchen und so weiter. Ja. Jetzt kommt natürlich das Hollywood-Ding als erstes, ja. Ich würde, und jeder andere normale Mensch würde wahrscheinlich auch klar Verstandes drauf kommen, man verbuddelt kein Mädchen, weil man es umbringen will, dann kann man es auch gleich machen, sondern offensichtlich sollte das dafür einen gewissen Zeitraum nur versteckt werden. Und da liegt natürlich eine Entführung nach. Ja, ja, und so klug waren die dann nicht ganz, ja, also erst zu spät, als sich nämlich denn die Entführer schon gemeldet hatten. Und das war genau diese Situation hier. Ja, Gruppe geht durch den Canyon, Entführer mit dem Jagdgewehr, sieht das Ganze natürlich, bam, lange Rede, kurzer Sinn, die ganze Gruppe stirbt. Wegen dem entführten Mädchen, was sie gerettet haben, ja, hat irgend so einem bosnisch-serbischen Kriegspsychopathen gehört, ja, der dann zum Schluss natürlich als Rache die Entführer auch noch umgebracht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich euch die ganze Filmgeschichte erzählt, ich weiß auch nicht. Aber ist, glaube ich, ab 16 oder 18 sogar erster Film, ja, weil man da diese, weiß auch nicht, warum. Jetzt wird es finster. Ne? Immer wenn ich sowas erzähle, dann schnufft Ila, und wenn er da irgendwo hinguckt und die Nase hält, dann gehe ich davon aus, dass da auch irgendwas ist.
So, und jetzt stellt euch die Situation vor, ja. Dominik paddelt hier durch den Canyon. Und erzählt ja erst was von Menschen, die hier oben auch im Dunkeln stehen und dann noch von irgendwelchen Entführern, die... Ich habe jetzt hier kein Kind gerettet, also ich muss mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Aber stellt man sich mal vor, ja, irgend so ein geistesgestörter Psychopath, ja, der Langeweile hat. Aber ich habe das, um die Sache kurz zu beruhigen, beziehungsweise es mit dem Psychopath zu erklären, ich hatte ja so ein Video bei mir mal auf dem Kanal oder habe es eigentlich immer noch. Und da war auch jemand, wird immer oft verwechselt, Soziopath mit Psychopath. Deswegen sage ich immer nochmal, der Psychopath ist nicht der, der alleine irgendwo im Wald wohnt und die Leute abschlachtet. Ja? Diese, wie man das so kennt, irgendwo im zwei Wanderer gehen in Redwood Park in Kalifornien oder Oregon wandern und werden dann zerstückelt vom Kettensägenmann. Das ist kein Psychopath. Psychopathen mögen die Nähe zur Gesellschaft, weil sie ja die Menschen manipulieren wollen, die spielen mit denen. Jemand, der alleine draußen im Wald wohnt, der hat ein anderes Problem. Also einer, der den geistesgestört ist und durchdreht, meine ich. Ne? Aber das ist, ist kein klassischer Psychopath. Es ja. Gibt verschiedene Arten, aber selbst der Gewalttätigste, ja, solche Leute wie Ted Bundy zum Beispiel, ne, die haben sich nicht versteckt irgendwo im Wald und gewartet, bis vielleicht irgendwann ein zweimal im Jahr ein Camperopfer vorbeikommt. Das genügt denen gar nicht. Ne? Wie gesagt, die wollen mit den Menschen spielen. Sie betrachten sie im Prinzip als Objekte. Und das sind dann also keine Psychopathen. Deswegen wollte ich nur noch mal kurz richtigstellen, was ich hier erzählt habe. Und das ist Schwachsinn. Und es sind auch keine Soziopathen. Na, Soziopathen sind im Prinzip nichts anderes als, die kommen mit der Gesellschaft, mit Menschen nicht klar. Meistens durch irgendwelche Traumata hervorgerufen und neigen dann auch manchmal zu Wutausbrüchen, haben ihre Gefühle nicht unter Kontrolle. Sind mitunter auch gefährlich, ja. Aber wenn ihr die Wahl habt, einen Kaffee trinken mit einem Soziopath und mit einem Psychopath zu verbringen, dann glaubt mir, dann wählt er lieber den Soziopath, nicht den Psychopath, weil nach dem Kaffee trinken kann es durchaus sein, dass er kein zweites erlebt. Also zumindest nicht so, wie ihr es kanntet. Das ist immer ein kleiner psychologischer, ich weiß, da seht ihr mal, was eigentlich alles durch den Kopf geht, ne? Ich meine, ich bin jetzt ein paar Tage hier allein unterwegs, ja, mit irgendwem muss ich ja erzählen, wenn ich mit euch, und ich denke, authentischer geht es gar nicht. Man will ja nicht durchdrehen. Ja? Irgendwo fehlt einem dann vielleicht auch. Ich bin ja, auch wenn ich allein im Wald wohne, würde ich mich doch als sozialen Menschen bezeichnen. Das heißt, ich habe kein Problem damit, länger in der Wildnis zu sein. Also kein Riesending. Ich kriege nicht so einen Koller. Ja? Das habe ich auch schon erlebt mit Leuten, die mit mir dabei waren, die ihr Telefon nicht anmachen konnten und dann im Prinzip keine Nachrichten nach Hause absenden und so weiter. Habe ich jetzt hier auch nicht. Das ist, wie gesagt, hatte ich ja erklärt, das ist ein Briefbeschwerer, könnt ihr gar nicht mit anfangen. Und die vertragen das gar nicht. Also denen geht es auch wirklich mental nicht gut. Die kriegen dann schlechte Stimmungsschwankungen, können nicht mehr schlafen, mit dem Essenrhythmus passt es nicht mehr. Das ist schon nicht ohne. Das sollte man echt nicht unterschätzen, diese Einsamkeit, was das mit einem macht, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ich bin jetzt die letzten beiden Tage auch ohne zu erzählen über den Fluss gepaddelt. Ja. Aber ich habe jetzt gesagt, ich mache das so lange, bis der Akku leer ist. Das ist jetzt wirklich der einzige Grund, weil ich ja das Ding hier nicht wechseln kann. Ich habe den zweiten Akku hier drin. Aber mache ich die GoPro jetzt auf und nehme das da weg. Das ist mir hier zu heiß auf dem Wasser. Also läuft der. Ich höre es schon wieder rauschen. Und da ist ja auch kein Wunder. Wir kommen in eine Kurve. Es ist eine Rechtskurve. Mit seinem dicken Hintern macht es mir jetzt auch nicht mal einfacher. Er sitzt jetzt hier genau, ich kann den Fuß nicht mehr richtig hinstellen. Wenn man so ein Rauschen hat und man weiß nicht, was es ist, ne, dann hat man hier einmal, also... Eli, alles gut. Jetzt muss ich mal richtig hinsetzen, halbwegs. Dann denkt man ja schon mitunter, dass das ein Wasserfall sein könnte. Ne? Ich stelle mir sich vor, man paddelt auf den Wasserfall zu. Und kann der nicht mehr anhalten. Na, herzlichen Glückwunsch. Und ihr habt ja gesehen, ich habe hier die Manövrierfähigkeit, das muss ich immer wieder sagen. Das ist eine Katastrophe. Ne? Ich weiß, okay, in 25 Metern müsste ich an diesem Fels vorbeikommen, ja, der 25 Meter vor mir ist, ungefähr jetzt. Ne? Und ich paddle wie ein Mann, ich steuere gegen, aber ich muss ja einerseits muss ich auf der einen Seite paddeln,
Und auf der anderen Seite muss ich dann im Prinzip gegensteuern, ja, beziehungsweise grundsätzlich steuern. Und trotzdem keine Chance. Es ist die schnellste Möglichkeit rumzukommen hier mit dieser, mit diesem Gewicht. Und trotzdem keine Chance. Ja, ich lande drauf zu. Und so weit kann ich gar nicht vorgucken, dass ich wüsste, okay, alles klar, da komme ich drum rum. Ja, oder kann den Weg. Man kann immer nur eine gewisse Entfernung vorausschauend. Hier rauscht es ganz schön doll. Aber es rauscht auch irgendwie hinter dem Berg da. Komische Sache. Man weiß jetzt nicht, was rauscht. Es könnte hinter dem Berg auch tatsächlich ein Fluss langfließen, ja, oder ein Wasserfall sein. Könnte ich jetzt natürlich auf die Karte gucken. Müsste ich aber navigieren, wo wir da sind. Das würde mir jetzt mitunter schwer fallen, weil sich das Boot dann quer stellt und da vorne haben wir Felsen im Wasser. Ich kann immer, das ist das Problem, hier nur navigieren, wenn ich weiß, dass ich wirklich sichtweit mindestens 300 Meter kein Hindernis habe. Alles andere muss ich dann verschieben auf der Nase. Mich interessiert natürlich schon, wie weit man gekommen ist, nachdem man jetzt ein paar Mal sich hier im Wasser. Ich bin mal ruhig, vielleicht hört er das auch. Das kann natürlich auch der Wind sein, ja. Das kann auch der Wind sein. Vorne wird der Fluss offensichtlich schmal. Ich muss jetzt gucken, dass ich aufs linke Ufer rüberkomme, so wie es aussieht. Das werden wir bis dahin noch schaffen. Ich vermute mal, dieses Geräusch war eben war der Wind, ja? Oben in den Bäumen. Das kann man auch mal schnell mit einem rauschenden Wasser verwechseln. Also mir ist das Windgeräusch auch deutlich lieber, muss ich sagen. Denn wie gesagt, jede Koski. Jede Stromschnelle ist hier mit diesem Boot leider mit einer Gefahr verbunden. Oh, und hier wird es sehr flach, Wassertiefe 60 cm und alles voller Felsen. Große Felsen. Es wird nicht lange dauern, bis wir den ersten Grundkontakt haben werden. Das ist jetzt wie vorhin. Oh, Alter, hier liegen richtig Krabbenzmänner drin. Da kriege ich ja Angst. Also wenn ich auf so ein. Da habe ich gar keine Chance. Da habe ich ja gar keine Chance, wenn ich auf die aufsetze. Das sind Monster. Und das ist das Problem, man sieht sie nicht. Ihr seht wahrscheinlich genauso wenig. Ihr werdet das wahrscheinlich genauso wahrnehmen wie ich. Ihr sitzt zwar ein bisschen tiefer, aber nichtsdestotrotz. Das Wasser sieht glatt aus, man denkt gar nichts. Aber man muss dran denken, das Boot hat 20 cm Tiefgang. Bupp. Hier war der erste. Hier ist alles voll von den Dingern. Und da vorne seht ihr wahrscheinlich, hier guckt einer raus. Das ist ein Krokodil. Das ist echt finster. Man muss hier so konzentriert fahren und kann es dennoch nicht vermeiden, dass man irgendwo mal aufsetzt. Ich darf das hier nicht so laut sagen, ne? Sonst passiert das wirklich. Weil hier ist das Wasser tiefer. Wenn ich hier stehe, bin ich mit ein bisschen mit dem Bauch weg. Glücklicherweise ist jetzt hier keine Strömung. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Nimmt das noch auf, ja, es blinkt noch. Es gibt so Strudel, Verwirbelungen im Wasser. Die sind, ja, wie soll ich sagen? Man sieht sie und man kann dann überlegen, ist das aufgrund eines Felsens oder ist es das nicht?
Es sieht tückisch aus, also es sieht friedlich aus, aber dieser Frieden hier, der täuscht richtig. Oh, guckt euch mal rechts das Stück Sand an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist das erste richtig, der erste krasse, richtige Sandstrand, den ich sehe. Stücken Sand, das sieht aus wie Ostsee, ne? Das sieht wirklich aus wie Ostsee. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich da jetzt anlegen und die nächsten 3 Tage sitzen bleiben. Jetzt haben wir hier ein langes Stück, was gerade ist, und das ist so ähnlich trügerisch wie auf der, jetzt seht ihr vorne, wir haben jetzt 100% Gegenwind. Das Setting hebt sich an. Richtig vorne. Ich bin leider nicht festgemacht. Ah, vorhin vergessen. Ein Karabiner. Ach nee, warte mal, der ging nicht rein, genau, weil ich da vorne die Kameratasche neu ausgerichtet hatte. Man sieht das vielleicht so ein bisschen am Wellengang. Ich werde mal wieder auf mich steuern hier so ein bisschen. Man sieht das hier am Wellengang, dass wir Gegenwind haben. Das ist wirklich eine schöne Sandbank da hinten, ne? Traumhaft, aber die ist viel zu klein. Da könnte ich mich nicht mal einzeln hinlegen. Würde in jedem Fall schräg liegen und ein Zelt kriegen wir da auch nicht hingestellt. Aber gut sieht es ja aus. Das ist hier die erste von der Größe, die mehr ist als 1 Quadratmeter, die ich sehe auf dem Iwaluyoki. Und jetzt, wenn ich aufhöre zu paddeln, bleiben wir stehen. Beziehungsweise dann treiben wir rückwärts. Und jetzt, das hatte ich vorhin erwähnt, ne, mit Gegenwind und hecklastig. Ich habe so gut wie keine Chance, das Boot kräfteschonend gerade zu halten. Ich muss hier permanente Korrekturschläge machen und die kosten Antrieb. Das heißt, ein Paddelschlag, ich mache hier so eine Kombination aus so einem leichten J. Diese anderen Sachen hier mit Canadian Style, und das könnt ihr alles vergessen, das funktioniert hier sowieso nicht, schon gar nicht mit dem Boot. Ich habe noch ein anderes Paddel damit, wir werden das mal auf dem See machen, damit ihr mal seht, was ich meine. Hier geht es einfach nur darum, irgendwie voranzukommen mit dem Ding und nicht zu stecken zu bleiben. Ja. Und deswegen das, was ich sagte, bei Wind muss ich die ganze Zeit übergreifen hier. Das ist dermaßen nervig. Ansonsten versuche ich eigentlich so einen J-Schlag, aber in dem Fall muss ich das J hier ziemlich lang schlagen im Wasser, damit wir gerade bleiben, und das kostet dann natürlich, kann man sich vorschlagen, ein Paddelschlag besteht ja immer aus einem, als Solo-Paddler muss man sagen, ja, als Solo-Paddler. Ansonsten versetzt in einem Zweier ist es kein Problem, besteht ja immer aus dem Schlag, um vorwärts zu kommen, und in dem Schlag muss man dann im Prinzip dem Schlag noch die Richtung beigeben, wo man hin möchte. Also zwei Funktionen in einer Bewegung sozusagen, könnte man sagen, für den Anfänger erklärt jetzt. Und der Vorwärtsschlag ist hier nicht das Problem, aber der Korrekturschlag, also die Richtungsangabe, ist mit einem vollbeladenen im Gegenwind der letzte Scheiß. Kostet mich enorm viel Kraft hier, beziehungsweise wir kommen nur sehr langsam voran. Und das Wetter wird immer krasser. Wir sind übrigens gestartet, nur mal so zum Anhaltspunkt, um 13 Uhr Ortszeit, ziemlich genau Punkt. Das ist da, wo wir eingesetzt haben. Und wir haben es jetzt 14.17 Uhr Ortszeit. Das heißt, wir sind tatsächlich erst eine Stunde unterwegs. Und meine Füße fühlen sich aber so an, als ob wir schon 6 Stunden im Nordpol stehen. Ich habe, wie gesagt, 1 Zentimeter Wasser in der Schuhe. Das ist kein Witz. Man könnte jetzt hier anlanden und das beseitigen. Das ist richtig. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Typ irgendwie, ja. Aber wenn ich einmal im Trott drin bin, dann möchte ich auch drin bleiben. Also man kommt hier nur sehr langsam voran. Und ich werde mich nachher wahrscheinlich riesengroß erschrecken, wo wir denn erst sind, wenn ich das GPS anmache und hier auf die Karte gucke.
Das muss doch ganz schön hammermäßig sein, der Schreck. Aber gut, da ist denn halt so. Also wie ihr seht, das ist Lappland live, Wildnis live. Das ist nicht immer alles Gold, was glänzt im Prospekt. Es ist erstaunlich, dass die GoPro immer noch aufnimmt. Steht jetzt 1 Stunde 24 Minuten. Ich weiß nicht, was mit dem Akku ist. Der ist wahrscheinlich auch eingefroren auf Duracell Endlos Energie. Ja, man weiß es nicht, weil eine Akkuanzeige steht schon auf 0. Aber die Lampe ist noch rot. Komische Funktion. Wenn ich jetzt mit einem externen Mikrofon aufnehmen würde, hätte ich nicht mal eine Stunde voll bekommen. Das kostet natürlich Strom. Ah, aber das Rauschen, was da vorne ist, das ist definitiv kein Wind. Das höre ich so schon. Und da kommt auch eine Kurve. Und da sehe ich auch schon den weißen Wasserschwall. Ich glaube ja nicht, dass der Akku bis dahin reicht. Wahrscheinlich werden wir es dann nicht drauf haben, wenn wir untergehen. Nicht, dass ich sowas filmen möchte oder grundsätzlich herbeirufe. Ja. Um Himmels Willen, das wäre echt das Schlimmste, was uns hier passieren kann. Dass das Boot kentert. Ich habe übrigens meine Ausrüstung anders festgebunden. Ich hatte anfangs am ersten Tag alles fest am Boot verzurrt, so wie ich das vorher sonst üblich auch gemacht habe, mit Schlauchboot und so weiter. Ja. Aber das bedingt natürlich immer, dass das Boot einen entsprechenden Auftrieb hat, ja, der die Ausrüstung, jetzt driften wir uns in die Kufe ab, der die Ausrüstung auch halten kann, der Auftrieb. Ja. Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, 100 Kilo Ausrüstung im Boot habe, ja, das Boot hat hier an den Seiten zwar Luftkörper drin, ja, also die Wände sind aufblasbar, aber die paar Liter halten auf keinen Fall die 100 Kilo oben. Die halten gerade mal das Boot oben. Das kann ich mir vorstellen, ja, aber mehr auch nicht. Und deswegen habe ich die Ausrüstung diesmal so festgebunden, dass die Schlaufen entsprechend lang sind. Also 1 Meter kann der Sack zum Beispiel sich vom Boot entfernen, so dass im Notfall der Sack nicht das Boot unter Wasser zieht, weil der Sack wird sehr wahrscheinlich untergehen. Aber dass ja das Boot wenigstens sich unter Wasser zieht, weil ein vollgelaufenes Boot mit 100 Kilo Ausrüstung, was auf dem Grund liegt, das kriege ich ja nie wieder hoch. Wie soll das hier, ne? Das ist ja, ne? Und unter Wasser, wo ich nicht gucken kann, dennoch Seil durchzuschneiden, was vielleicht auch noch eingeklemmt ist zwischen dem Felsen, na Halleluja, das wird wahrscheinlich nichts. Also von daher, ja. Und das... Das ist eine Linkskurve, die dazu kommt. Man sieht es immer dann, dass die Fließgeschwindigkeit erhöht sich deutlich hier. Ja. Und jetzt ist natürlich eine Frage, jetzt ist es schon fast zu spät, ja. Aber wir werden jetzt hier mal Folgendes machen. Ich kann die nicht einsehen und wir werden jetzt hier ziemlich schnell, das ist nicht sofort sehen, was da vorne los ist, und wir werden ratzifatzi schnell. Guckt euch mal an, wie schnell wir hier plötzlich sind. Ja, so schnell war ich den ganzen Tag noch nicht. Ich werde jetzt hier anlegen und wir werden die stromschnelle Feuer besichtigen. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Aber wenn ich so eine hohe Fließgeschwindigkeit vor skeptisch, dann kann die schon mitunter ein bisschen happier sein. Und wie gesagt, wenn ich mich hinstelle, hochstehe und nicht sehen kann, dann ist das für mich Grund genug, vorher mal auszusteigen und zu gucken. Nicht, dass wir da mitten volles Ballett, aber wenn ich von Anfang an schon nicht die richtige Kurve kriege, dann, ja, dann haben wir gute Chancen, dass wir da irgendwo sieht eigentlich nicht so schlimm aus. Wir gucken sie uns trotzdem an. Sicher ist sicher.